Ohren auf, hier ist wieder wissenswerte Neuigkeiten aus der wunderbaren Welt des kommerziellen und über den Äther verbreiteten Hörspiels. Liebe Hörspielfreunde, wer sind viele und man sieht sie nicht? Na? Und böse sind sie obendrein? Na? Na? Was ist es? Roßlau. Wer? Roßlau. Was? Wie? Roßlau. Ich löse mal lieber selber auf. Nennen Sie etwas, das man schlägt. Nein. Yvonne. Kind. Nein, um Himmels Willen, aber naja, schlagen ist zumindest ein gutes Stichwort. John Sinclair schlägt sich nämlich am Freitag mal wieder in den Sinclair Classics mit dem Dämonengesocks rum. Aber unter erschwerten Bedingungen, denn sein Gegner ist, ich löse... Roßlau. Nein, die Armee der Unsichtbaren. Das Luxusrestaurant war fast bis auf den letzten Platz besetzt. Hier speisten nur Leute, die zu den oberen 500 der Weltstadt London gehörten. Alles war gediegen, elegant und vornehm. Eben reichte der Ober einem angekommenen Paar die Speisekarte. Der Mann wollte gerade einen guten Wein empfehlen, da geschah es. Urplötzlich schwebte das scharfe Rasiermesser in der Luft, kam dicht vor der Kehle des Obers zur Ruhe und durchtrennte einen Herzschlag später die Halsschlagader des Mannes. Lustig. Ja, und schon haben wir den Übergang zu Huibu. Ha? Naja, der ist ja doch eher nervtötend, nicht echt tötend. Mehr so ein Chaosgespenst zum Liebhaben. Knuddeln. In Folge 20 begeben sich, ja, Knuddeln in Knochen, Huibu und Anhang auf die Suche nach dem Schatz im Drachenmoor. Der Geisterschatz ist weg. Ah, König Julius steckt in Schwierigkeiten, denn wie soll er pleite das Schloss unterhalten? Sophie entpuppt sich als Retterin in der Not und verrät der Familie ein Geheimnis. Das Amulett, das sie um den Hals trägt, ist eine Schatzkarte zum berühmt-berüchtigten, richtig, Schatz im Drachenmoor. Wie viele andere Abenteurer zuvor haben auch ihre Eltern versucht, ihn zu finden. Seitdem sind sie verschwunden. Huibu und seine Freunde begeben sich auf ihre Spuren. Eine gefährliche Suche beginnt. Ist das schön, Huibu ist zurück. Ich liebe ja diese herzerfrischende Serie, die so herzerfrischend daherkommt. Ja, aber bei dem Titel musste ich doch erstmal an eine andere Serie denken, der mit den vier Moralterroristen da aus dieser Billionenstadt. Ja, da gab's doch auch mal diesen Schatz in der Drachenhöhle, ne? Wisst ihr noch? Prost! Prost, Rainer. Ja, lass dich volllaufen, Theo. Ja, genau. Ja, aber am Freitag muss es dann gesitteter zugehen. Wir wollen ja nicht in Folge 186 die schlafende Chinesin wecken, gell? Die Millionenstadt ist in Aufruhr. Eine Skulptur von unschätzbarem Wert wurde still und heimlich aus dem Kunstmuseum gestohlen. Wie konnte es im Museum zu einer so fatalen Sicherheitspanne kommen? Fernsehen, Radio und Zeitung stürzen sich wie die Geier auf den peinlichen Skandal. Tim, Karl und Klöpschen und Gabi natürlich sind sich fast sicher, den Dieb bei seiner Flucht beobachtet zu haben. Und schalten sich ein, ja natürlich. Was hat der Dieb in der Skulptur vor? Was hat die adelige Frau von Dünkelsheim mit dem Kunstdiebstahl zu tun? Und warum wurde im Museum kein Alarm ausgelöst? Tja, TKKG nehmen die Spur auf. Sie führt in den düsteren Moorsteiner Wald. Ja, mal gucken, das klingt ja jetzt doch eher mal wieder solide. Ja, viel schlimmer als in den letzten Folgen kann das ja nicht werden. Apropos schlimmer werden, Knallbunt geht nach einer kleinen Pause weiter. Bis dahin gebe ich euch noch ein kleines Rätsel mit auf den Weg. Einen Ort mit wenig Beinfreiheit? Na, die Beinfreiheit, na? Ja, die Antwort und noch mehr Hörspiele gibt's gleich. Dranbleiben. So, da sind wir wieder. Ohren auf. Na, Rätsel gelöst? Nicht? Na denn, ich bitte Werner. Einen Ort mit wenig Beinfreiheit? Spanien. Da kommt doch keiner drauf. Ja. In den Hochzeiten von Familienduell musste der arme Werner Schulze-Erdl bis zu 5 Sendungen nacheinander moderieren. Da drehst du ja völlig am Lack. Ja. Aber wir waren ja noch nicht durch mit dem Europa-Block, denn es gibt auch noch eine neue Folge der 5 Freunde zu hören mit der 105, das magische Spinnennetz.
Weil Onkel Quentin ein spannendes Forschungsprojekt verfolgt, verwandelt er das ganze Felsenhaus in ein Labor. Kaum sind die fünf Freunde dort angekommen, geraten sie unter Verdacht. Ein Versuchsobjekt wurde schwer beschädigt und sie müssen in Mrs. Whittakers Pension Quartier beziehen. In nächtlichen Ermittlungen verfolgen sie die Spur der wahren Täter und entdecken ein gefährliches Geheimnis, das sie gerade noch rechtzeitig aufklären können. Mensch, viel klassischer Fünf Freunde geht ja nicht. Und damit immer noch nicht genug, denn die neben den drei Fragezeichen meistfrequentierte Serie, Die Teufelskicker, liegt mit Folge 48 nach, mit dem schrägen Titel Der Elver Elvis. Jo. Der SV Blau-Gelb feiert sein 50. Vereinsjubiläum. Yeah! Moritz, Katrina und Rebecca stellen eine Fotoausstellung über die wichtigsten Spiele des Vereins zusammen. Dabei stoßen sie auf ein Rätsel. Warum existiert kein einziges Foto des legendären Aufstiegsspiels von 1968, das Blau-Gelb in letzter Sekunde mit 1:0 gewann? Holger Herrlich, damals Schütze eines umjubelten Elfertores, hat inzwischen Karriere als Schlagersänger gemacht. Jeder kennt ihn unter dem Namen, ja richtig, Elver Elvis, daher kommt's. Aber hätte sein Treffer damals überhaupt gelten dürfen? Das klingt irgendwie witzig doch. Eher klassisch geht's da doch bei den berühmten Zwillingen Hani und Nani zu. Die verschlägt es nämlich in Folge 43 nach Paris. Wir beide fliegen als Austauschschülerinnen alleine nach Paris. Moment, hohe Stimme nochmal. Wir beide fliegen aus Austauschschülerinnen allein nach Paris. So, schon besser. Also Hani und Nani, ne? Mit gemischten Gefühlen sitzen Hani und Nani im Flugzeug. Denn für sie ist es das erste Mal, die berühmte Stadt mit dem Eiffelturm zu besuchen. Doch Hannis üble Vorahnungen scheinen sich bereits am Ankunftsflughafen zu bestätigen. Denn von ihren Gastgeberinnen Babette und Jacqueline werden sie alles andere als willkommen geheißen. Schlimmer kann es ja wohl nicht werden. Na, wenn die Zwillinge sich da mal nicht irren. Tjo. Das werden wir dann hören. Ja, denn haben wir noch den Auftakt einer neuen Sherlock-Holmes-Serie auf dem Zettel. Wie originell. Ja, wobei die Sherlock-Holmes-Academy, es klingt doch eher nach Parker Lewis als nach klassischem Krimi. Ja. Zu guter Letzt erscheint auch noch die 8. Folge der bislang ja durchaus unterhaltsamen Serie Pollution Police mit dem Titel Heiße Ladung. Niklas, Linus und Melissa, Mitglieder der Pfadfindergruppe, richtig Pollution Police, werden von ihrem Freund Jan um Hilfe gebeten. Schon seit Wochen werden immer wieder Trucks der Spedition, für die auch Jans Onkel Stefan als Fahrer unterwegs ist, von professionellen Räubern überfallen und ausgeraubt. Sofort machen sich die drei Freunde auf die Jagd nach den Verbrechern. Na, haben wir auch noch nichts anderes zu tun. Dabei stoßen sie auf eine skrupellose Schleuserbande, die Flüchtlingskinder für ihre kriminellen Machenschaften ausnutzt. Hoi, das klingt für Jugend-Krimi-Verhältnisse doch nach hartem Tobak. Jo, gleich gibt's dann wie immer noch Hörenswertes aus dem Äther. Vorher natürlich wieder ein Rätsel. Nennen Sie einen berühmten Seefahrer. Na, dranbleiben und bis gleich. Da sind wir wieder Ohren auf. Na, draufgekommen? Glaube ich nicht, denn hier ist die erstaunliche Antwort. Nennen Sie einen berühmten Seefahrer. Captain Kirk? Ach ja. So, Schluss mit dem Geplänkel. Mitte des Monats ist Radiotatort Zeit, auf die ich mich in letzter Zeit immer wieder sehr, sehr freue. Besonders gilt dies, wenn der Autor Dirk Schmidt heißt und uns in das nächste chaotische Abenteuer der wohl unfähigsten Polizeitruppe Deutschlands mitreißt. Die Taskforce Hamm kehrt zurück, im aktuellen Fall Marlina. Erstmals heute Abend, 20 Uhr im BR2. Hamm sollte ein Ort der Bewährung für Felix Lenz werden. Der Düsseldorfer Kriminalbeamte war wegen seiner Alkoholprobleme versetzt worden. Soweit die Theorie, die Realität sieht anders aus. Lenz hat die Nacht mit einer gewissen Marlina verbracht und viel, zu viel getrunken. Nur an den Namen der jungen Frau kann er sich gerade noch erinnern, der Rest bleibt dunkel. Marlina ist tot. Ist Lenz am Ende ein Mörder? Das Team um Scholz, Vorderbäumen und Latotzke, DJ Latte, versucht alles, um dem Kollegen zu helfen. Aber je mehr die Ermittlungen Marlinas letzte Nacht erhellen, desto stärker stellt sich die Frage nach Schuld, Mitschuld oder Unschuld. Eine Zerreißprobe für die Taskforce Hamm. Ich freue mich wie Bolle drauf. Dann könnt ihr eigentlich auch gleich das Radio anlassen. Denn anderthalb Stunden später sendet das Deutschlandradio Kultur um 21.33 Uhr den ersten Teil eines großartigen Hörspiels, bei dem Kapitalismuskritikern das Herz aufgehen wird. Die Geschichte ist eklig. Sie ist weit über 100 Jahre alt und das Schlimmste ist, es hat sich nichts geändert. Dieses brillante Unsittengemälde dürft ihr nicht verpassen. Emil Solars Das Geld.
In Das Geld beschreibt Solar realistisch und detailgenau die Genese eines großen Krachs an der Pariser Börse, den er zeitlich in die glänzende Endphase des Second Empire unter Napoleon III. Verlegt. Solar erzählt von Spekulanten, Finanzmaklern, großen Bankiers und kleinen Anlegern, von Zynikern, Aasgeiern, Moralisten, Revolutionären, von all den Opfern und Tätern in dem schwindelerregenden Spiel um das Geld. Er berichtet von ihren Intrigen, ihren Sehnsüchten und ihrer Verzweiflung, wenn in einer großen Blase all ihre Hoffnung zerplatzt. Yo! Solar malt mit dem spektakulären Aufstieg und rapiden Fall des Finanzjongleurs Sarkar und seiner Banque Universelle in schillernden Farben ein geradezu beispielhaftes Unsittengemälde der auch heutigen Gier nach dem schnellen virtuellen Geld. Umrahmt, verdichtet und getrieben von der Musik Michael Rieslers steuert Burkhard Klausner als Sarkar dem Zenit seines künstlich aufgebauschten Börsenirrsinns entgegen. Doch je höher er steigt, umso drastischer spürt seine Umgebung und auch er die Fallhöhe. Macht und Ohnmacht, Vernunft und Wahn, über allem die Angst vor dem Geldverlust. Diese facettenreiche, famos gespielte Inszenierung von Christiane Ohaus sollte man nicht verpassen. Wer nicht auf Teil 2 in der Folgewoche warten will oder kann, das Hörspiel gibt's auch auf Silberling bei, natürlich mal wieder, Hörbuch Hamburg. Jo, und das war's dann auch schon wieder für heute. Na, fast. Eins habe ich noch. Nennen Sie ein Tier, das Stacheln hat. Staffelbär. Och, wie süß. Jetzt aber. Zum Schluss bleibt mir natürlich wie immer noch zu sagen, Augen zu, Ohren auf. Tschüss. It's a rich man's world.